Bei uns zu Gast heute in der ersten Sendung. Wie entsteht eigentlich eine erfolgreiche Live-Sendung? Welche Schritte sind im Einzelnen notwendig, damit der Zuschauer sie live im Internet verfolgen kann? Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, drehen wir die Kamera einmal um 180 Grad und werfen einen Blick hinter die Kulissen der Sendung Durchschauer. Durchschauer wird seit 2004 von den Medientechnikstudenten der FH Deggendorf produziert. Und das ist die einzige Hochschule im deutschsprachigen Raum, welche die TV-Sendungen ihrer Studenten live über das Internet sendet. Wir haben das diesjährige Durchschauer-Team bestehend aus ca. 100 Studenten auf dem Weg zu ihrer ersten Live-Sendung begleitet und wollen sehen, wie sie sich schlagen. Für die Sendung ist ein Redaktionsteam sowie ein Technikteam unabdingbar. Wir werfen erst einmal ein Auge auf das Redaktionsteam von Durchschauer, welches unter anderem die Einspieler dreht. Gleich findet die Redaktionssitzung im Medienatelier statt. Nicht selten werden dort oder auch schon vorher im Unterricht Ideen zerrissen. Auch Christian Oberhofer kommt nicht gleich auf einen grünen Zweig. Ja, lustig können wir einfach nicht. Und dann haben wir uns gedacht, ja, müssen wir es anders machen. Und dann hat einer von uns als Scherz gesagt, machen wir einen Heimatfilm. Und dann hat der Professor Jürgens, ja, das machen sie, aber voll auf bayerisch. Und dann haben wir das so drauf. Das Drehbuch für die erste Folge des Heimatfilms mit dem Namen Ungnade musste wegen Zeitdruck in nur einer Nacht fertiggestellt werden. Danach folgten mehrere arbeitsintensive Nächte, in denen der Film fertiggestellt wurde. Die Mühe hat sich aber gelohnt, denn dieser Serieneinspieler kann sich sehen lassen. Im Redaktionsteam ist auch das Gästeteam und die Webredaktion mit eingeschlossen. Das Gästeteam lädt Leute aus der Medienbranche in die Sendung ein, die dann interviewt werden, während sich die Webredaktion um den Internetauftritt von Durchschauer kümmert. In der Redaktionssitzung wird alles noch einmal gründlich besprochen und alle journalistischen und Serieneinspieler werden vorgestellt. Jetzt beginnt das Zittern, denn nicht alle Einspieler schaffen es in die Sendung. Von 7 Einspielern werden 6 gesendet. Ungnade ist mit dabei. Professor Ernst Jürgens beschließt letztendlich in der Rolle des Chefredakteurs, welche Einspieler ausgestrahlt werden und gibt den einzelnen Teams Feedback. Die heutige Redaktionssitzung war die erste im Semester und das ist immer sehr kompliziert, weil man da die Dinge einerseits kritisch ansprechen muss, andererseits aber natürlich auch motivieren muss und zusehen, dass die Sendung jetzt nun wirklich aus dem Quark kommt.